was unauffällige Farben so an sich haben. Ja, war gut. Hi. Guten Tag. Nee, falsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer völlig neuen, fantastischen Folge unseres tollen Vlogs. Natürlich. Bob. Bob, fertig lackiert. Und da soll es heute in der Folge drum gehen. Genau. Welche Farbe, wo haben wir lackiert? Warum, wieso, weshalb? Genau, ihr seht alles mal. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Finger und Po. Leg mal los. Los geht's. Ja, wir haben einige Fragen bekommen, was wir für eine Farbe genommen haben oder was es für ein Farbwert ist. Und es ist tatsächlich RAL 7006, grau-beige ist das, glaube ich. Und ja, wir haben uns für so eine doch eher unauffällige Farbe entschieden, damit wir nicht mehr so auffallen. Was unauffällige Farben so an sich haben. So, jetzt könnt ihr auch unsere neue Folierung sehen. In der anderen Einstellung habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen, weil das immer davon abhängt, wie das Licht drauf fällt. Denn wir haben eine transparente Folie dafür verwendet. Aber dazu gibt es noch eine eigene Folge. Wie ihr in dem Intro schon gesehen habt, ist das Dach nicht lackiert. Das liegt einfach daran, dass auf das Dach noch was drüber kommt und es auch ein bisschen zu kompliziert gewesen wäre. Da kommt wirklich was Geiles drauf, aber dazu später mehr. Das Dach wird man definitiv so nicht mehr sehen. Noch was, wir haben die Innenseiten nicht mit lackiert. Was auch daran liegt, dass das ein Kostenfaktor war, weil dafür müssen die Türen raus, Seitenverkleidung raus und der ganze Kram. Wir haben das für nicht nötig gehalten. Unser Lackierer hat auch, wie hier seht, die Kante einlackiert, was den Effekt hat, dass man das Weiß dahinter nicht sieht. Uns persönlich stört das überhaupt nicht. Und wie gesagt, es ist ein mega, mega Kostenfaktor, wenn man nur die Außenwand macht, ohne die Details. Und damit kommt man, glaube ich, ganz gut klar. In der vorherigen Folge habt ihr das mit dem Raptor schon gesehen. Das zieht sich hier tatsächlich in den Radläufen weiter. Wir haben Rost entfernt, wir haben eine Roststoppgrundierung und eine Rostschutzgrundierung aufgetragen. Und dann hier liegt in der Innenseite eine Schicht Raptorlack drüber. Die ist relativ dick. Plus, dass die Kante hier innen drin nochmal mit Silikon abgezogen wurde. Das sollte auf jeden Fall jetzt erstmal halten und dicht sein, so dass kein Wasser in die Kante eindringen kann. Zum Thema Preis wird man natürlich häufig gefragt, das liegt an euch. Wenn ihr Vorbereitungsarbeiten selber machen könnt, wenn ihr den Leuten so ein bisschen Arbeit abnehmt, wie zum Beispiel einen Spiegel demontieren oder eine Stoßstange und so weiter, vielleicht schon schleifen, dann spart ihr natürlich einen Haufen Geld. Ansonsten rechne ich je nach Farbe zwischen 3.000 und 5.000 Euro für so ein Auto. Übrigens, der Lack ist ein Industrielack. Das bedeutet, er ist nicht nur relativ günstig, sondern der Klarlack ist schon im Lack drin. Das heißt, er wird nicht doppelt lackiert, wie das normal ist, dass man eine Farbschicht aufträgt und dann natürlich einen Klarlack drüber, sondern das ist alles komplett hier drin. Der Nachteil ist so ein bisschen, er bekommt, obwohl er glänzend ist, einen leichten Seitenmattschimmer. Finden wir aber, wie gesagt, nicht so schlimm und man spart auch enorm viel Geld bei der Farbe.
Das war's auch schon für diese kurze kleine Folge über unsere Farbe und über unsere Lackierung. Ja, nächste Woche wird es dann nochmal spannend, wenn es um die Folierung geht. Und zwar so richtig, weil der liebe Till hat uns geholfen dabei. Und wir haben ihn dabei begleitet. Genau, und zwar mit Fragen gelöchert und so weiter. Also dranbleiben, es geht um Preise, Art der Folierung, wie haben wir das gemacht. Und wir reden natürlich auch mit dir. Wir reden mit dir. Völliger Schwachsinn. Du wirst uns ein bisschen was über die Folierung sagen, und zwar den Entstehungsprozess. Was kostet sowas? Wo liegt der Aufwand da drin? Genau, und so hoffen wir, euch weiterhin mit Infos vollballern zu können. Bleibt auf jeden Fall dran, abonniert unbedingt, weil wir bekommen noch einen geilen Dachträger, ein paar neue Räder. Es wird unglaublich geil. Und ansonsten könnt ihr uns da tagtäglich bei Instagram verfolgen. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. So, ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschö.